Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar handelt es sich dabei um den TMI-Tag, Too Much Information, soweit ich weiß, Tag. Und ja, der geht jetzt zurzeit auf YouTube rum und ich wurde zwar nicht dazu getaggt, soweit ich weiß, aber ich fand ihn einfach mega cool und ich dachte mir, ich will ihn auch mal machen und ich will jetzt nicht viel zu viel darum herumreden, weil es wirklich viele Fragen sind und ich fange jetzt auch direkt an. Also die erste Frage. Was hast du gerade an? Ich habe einen pinken Pullover von Zara, ein schwarzes Top von H&M und eine schwarze Hose an. Je verliebt gewesen? Ja, natürlich. Es wäre auch sehr, sehr schade, wenn nicht. Drittens, hattest du jemals ein schlimmes Beziehungsende? Nicht, dass ich wüsste. Also ich hatte ja noch nicht viele Beziehungen, aber in denen... Nein, eigentlich nicht, nein. Wie groß bist du? 1,60 Meter, ganz klein. Wie viel wiegst du? Diese Frage ist irgendwie doof, aber gut, ich wiege 50 Kilogramm. Das ist aber bei mir in Relation mit der Größe eigentlich normal. Also, weil 50 Kilogramm hört sich immer im Vergleich zu dem, was meine Freundinnen dann sagen, so wenig an. Aber im Endeffekt, ich bin auch viel kleiner als die. Also von daher, 50 Kilo ist voll okay. Tattoos? Ich habe kein Tattoo, aber mit 18 wird eins kommen. Ich weiß auch genau welches, weil ich das seit vielen Jahren schon geplant habe. Werde ich aber auch noch nicht sagen, was für eins. Piercings. Ich habe ein Bauchnabelpiercing und ich hatte ein Unterlippenpiercing hier auf dieser Seite. Das ist mir aber, ich glaube, mit 15 schon verloren gegangen. Und deswegen habe ich das nicht mehr. One True Pairing. Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Lieblingsfernsehsendung GZSZ, ganz klassisch. Lieblingsband habe ich auch keine, also Band nicht. Sänger schon, aber Band nicht. Vermisst du etwas? Ja, ich vermisse den Sommer, so diese Sommerluft und diesen Duft überall hier und diese Wärme von der Sonne und am besten auch noch den Meeresduft. Sowas vermisse ich alles, ja. Lieblingslied? Habe ich auch keins, weil wenn ich ein Lied zu oft höre, dann hasse ich es. Deswegen, bei mir ist es, muss es immer gemischt sein. Wie alt bist du? 17. Sternzeichen? Schütze. Qualitäten, die du beim Partner suchst. Auf jeden Fall an erster Stelle Humor. Er sollte lachen können und vor allem schwarzen Humor auch haben, weil ich schwarzen Humor habe. Und da könnte ich einen Moralapostel überhaupt nicht gebrauchen, der bei jedem Witz, den ich mache, dann meint mir irgendwas vom Leben und dass es halt so nicht geht, dass man sowas nicht sagen darf, predigen zu müssen. Weil ich habe schwarzen Humor, also der Partner bzw. ein Mann sollte auch schwarzen Humor haben, um mir zu gefallen. Ja. Und er sollte natürlich gepflegt sein. Ja, aber ansonsten... Lieblingszitat? Ich habe eins, das ist Englisch. Habe ich jetzt aber noch nicht rausgesucht. Das Deutsche, das ist eher so mein Lebensmotto anstatt mein Lebenszitat, aber ist ja auch egal. Und zwar, es ist besser, für das gehasst zu werden, was du bist, anstatt für das geliebt zu werden, was du nicht bist. Ja. Lieblingsschauspieler, Channing Tatum. Lieblingsfarbe, rosa, hellblau und türkis. Laute Musik oder leise? Ehrlich gesagt leise Musik, weil wenn laute Musik ist, also wenn die Musik wirklich zu laut ist, ich mag es nicht, wenn ich gar nichts um mich herum hören kann, weil dann fühle ich mich so unsicher und ich denke mir dann, ich bin so angreifbar und oder wenn irgendwas wichtig ist, höre ich es nicht. Wenn irgendwas passiert, höre ich es nicht. Also höre ich lieber leise Musik. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Spazieren meistens einfach irgendwo draußen. Wie lange brauchst du, um dich zu duschen? 1 bis 1,5 Stunden. Ja, kein gutes Vorbild. Wie lange brauchst du, um dich um morgens fertig zu werden? Zur Schule, weil ich da abends duschen gehe und nicht morgens, brauche ich nur 20 Minuten. Darunter befindet sich halt auch Zähne putzen, Tasche packen, bla bla bla. Ich schmink mich aber allerdings zur Schule auch überhaupt nicht. An Wochenenden allerdings, da dusche ich morgens und dann kann es schon 2 bis 2,5 Stunden dauern, weil ich dann auch meine Wimpern hochmache und das dauert allein schon lange.
jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Allerdings habe ich früher oft so einen Mist gemacht. Deswegen kann es eigentlich sein, aber ich erinnere mich nicht. Nein. Turn on. Wenn jemand gepflegt ist. Also, das muss sein. Turn off. Wenn jemand ungepflegt ist und stinkt. Stinkende Personen sind so ein Upturn. Die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist. Ich hatte Spaß daran. Ich hatte Spaß daran, irgendwie Videos zu drehen. Ich hatte Spaß daran, mir andere Videos anzugucken. Und ich habe jetzt Spaß daran, mit euch zu schreiben und meine Ideen mit euch zu teilen. Und irgendwie finde ich das auch immer wieder süß. Also besonders liebe ich diese Kommentare, wenn jemand sagt, dass ich denen helfen konnte. Wenn ich dann weiß, wow, es hat irgendwie wirklich was gebracht, dein Video. So. Und ja, deswegen. Ängste? Spinnen. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat, Chrissys 5 Minuten, wie ich sie nenne. Also es sind wirklich manchmal einfach so ein paar Minuten wirklich, das dauert nicht mal eine Stunde oder sowas, es ist ein paar Minuten, wo ich entweder total überglücklich bin und einfach nur Leute anspringe oder wo ich einfach wegen jeder Kleinigkeit zicke und rumschreie oder wo ich halt heule. Ich weiß nicht. Die habe ich auch nicht täglich, aber ab und zu habe ich die, das sind Chrissys 5 Minuten. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich da gemeint habe, wie gesagt, kein Grund. Letztes Mal, dass du jemanden ich liebe dich gesagt hast, das war vorgestern meinem Freund. Bedeutung hinter deinem Online-Namen, also hinter meinem YouTube-Namen jetzt, Chrissys Beauty World. Ja, Chrissy ist halt mein Spitzname von Christina. Und Beauty World, ich war unkreativ, ich wusste nicht, was ich sage, also was ich für einen Namen nehmen soll. Und Beauty Welt, also auf Englisch, Beauty Welt hat sich irgendwie doof angehört, finde ich auf Deutsch. Und Beauty World auf Englisch hat sich voll okay angehört, fand ich. Im Endeffekt hätte ich lieber zwar einen kreativeren Namen, aber so wissen die Leute dann direkt, was Sache ist. Ist okay. Letztes Buch, das du gelesen hast. Ich habe vor circa einem Jahr angefangen, Shades of Grey zu lesen und bin bei der Hälfte des ersten Kapitels stehen geblieben. Am Anfang habe ich das total durchgesuchtet und wirklich, aber irgendwie hatte ich dann irgendwie eine Woche hintereinander keine Zeit, also ich hatte wirklich keine Zeit, das zu lesen. Und danach habe ich keinen Einstieg mehr gefunden. Bei mir ist es nämlich immer so, ich fange an, ein Buch zu lesen und ich liebe es und ich komme nicht davon weg. Aber habe ich eine Pause dazu? Ich kann nicht wieder anfangen, ein Buch zu lesen. Ich weiß nicht, mir fällt es immer schwer anzufangen. Das Buch, das du gerade liest, ja, dementsprechend bin ich jetzt wieder dabei, Shades of Grey zu lesen. Ja. Letzte TV-Show, die du geschaut hast, wenn TV-Serie auch dazu zählt, dann GZSZ, Samstag, die Wiederholung heute. Sonst... X-Factor, das ist unfassbar, aber das ist ja auch keine Show. Dann keine Ahnung, weil Schlag den Rab oder sowas mag ich nicht. Letzte Person, mit der du geredet hast. Mein Papa. Oder meine Mama? Meine Mama. Meine Mama. Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du die letzten SMS geschrieben hast. Wir sind gut befreundet. Und grüß an dich, Tobi. Lieblingsessen? Varieniki, würde ich sagen. Varieniki oder Pizza und Pasta. Ja. Ort, den du besuchen möchtest? Amerika. Ich möchte unbedingt mal nach Amerika. Letzter Ort, an dem du warst? Ist es jetzt hier in Deutschland gemeint? Weil in Deutschland... Ja, hier halt, ne? In meiner Stadt. Wenn es außerhalb Deutschland gemeint ist, dann in Rimini, weil ich das letzte Mal auf Abschlussfahrt. Bist du verliebt? Ja, in meinen Freund. Letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast? Auch vorgestern? Ja, mein Freund halt. Letztes Mal, dass du beleidigt wurdest? Also,
bestimmt lästern da Tausende über mich, wie es in jeder Stadt, glaube ich, ist, was ich richtig affig finde, aber egal. Da bestimmt schon auch heute noch, aber so an sich zu mir weiß ich nicht mehr. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Ich finde allerdings auch im Alter von 17 und älter ist das auch einfach nur noch peinlich, wenn man jemanden beleidigen muss, so ernst gemeint. Lieblingssüßigkeit? Plätzchen und sowas. Aber Süßigkeiten, so wirklich Süßigkeiten. Würmchen, diese sauren Würmchen hier esse ich gerne. Von Trolli, diese sauren Würmchen, die esse ich sehr gerne. Welches Instrument spielst du? Ich besitze selber eine Akustikgitarre und ein Keyboard und ich liebe auch Klavierspielen. Allerdings, also ich kann einige Sachen darauf spielen und bringe es mir selber bei. Allerdings beherrsche ich kein Instrument. Lieblingsschmuckstück? Halsketten trage ich sehr, sehr gerne. Und zwar von Swarovski mag ich die Sachen am liebsten. Letzten Sport, den du gemacht hast, ich weiß zwar nicht, ob, also Schulsport natürlich, ich weiß zwar nicht, ob es so zählt als Sport, also für mich eigentlich schon, aber nicht für alle, Tanzen. Letztes Lied, das du gesungen hast, Because of You von Kelly Clarkson, habe ich mal so ein bisschen in mir reingesungen, aber ja, glaube ich. Lieblingsanmachspruch? Hey, ist das nicht dein Bild im Duden neben dem Wort Wow? Ja, hast du den schon je benutzt? Nein, also erstens finde ich das irgendwie total komisch, wenn ein Mädchen irgendeinen Anmachspruch zu einem Jungen sagt. Also es ist auch schon scheiße, wenn ein Junge einem Mädchen einen Anmachspruch sagt. Aber irgendwie ist es doch noch dümmer, wenn ein Mädchen einem Jungen einen Anmachspruch sagt. Keine Ahnung, wie auch immer. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch gar keinen Anmachspruch benutzt und das ist auch eigentlich nicht mein Lieblingsanmachspruch. Das ist einfach nur peinlich. Letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast? Gestern mit meiner besten Freundin. Yay. 50 ist die Frage. Und die letzte Frage. Wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Und das heißt, kurz gesagt, wen tagge ich? Ich tagge Ladies Passion, Julia Katharina und Glamour Beauty. Ich belasse es diesmal bei 3 Leuten. Wobei, ja, und ich tagge, glaube ich, Glamour Beauty noch dazu. Glamour Beauty 07, so heißt sie. Genau, weil Glamour Beauty habe ich ja schon. Und Glamour Beauty 07, so. Genau. Und ich tagge einfach mal Beauty Peachy bzw. Maren M, wie sie ja jetzt, glaube ich, heißt. Oder Maren Merkel. Wie auch immer, Beauty Peachy tagge ich jetzt auch einfach mal. Ich werde es ihr mal per Nachricht schreiben, weil ich das Video super spannend bei ihr fände. Ich weiß nicht, ob sie es sehen wird, aber das Video würde mich doch sehr, sehr bei ihr interessieren. Ich weiß nicht. Also, naja, wie auch immer. Allerdings könnt ihr natürlich alle, die den Tag jetzt sehen, sehr, sehr gerne mitmachen. Und ich würde mich darüber sehr freuen, weil ich diesen Text sehr interessant finde, weil man doch viele Informationen, wie gesagt, too much information, über eine Person erfährt und eigentlich ganz coole Fragen bei sind. Deswegen macht doch bitte alle mit, wenn ihr das jetzt seht. Aber diese 3 Personen tagge ich. Bei diesen 3 Personen würde ich mich besonders freuen, wenn die den jetzt mitmachen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich zumindest. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen natürlich. Ciao!